Gott, ich will mir einen Funlovers von Jänner und Februar machen. Fangen wir auch gleich mal an, weil ich versuche dieses Video schon 4 oder 5 Mal anzufangen, weil mein Hund mir so am Arsch geht. Er hat nämlich das hier im Mund gehabt und wollte mich die ganze Zeit verarschen. Ja, so wie mit dem Wattebett, wenn ihr euch das an das Video noch erinnern könnt. So hat er es auch mit diesem Metallding jetzt versucht. Puh, Wusa. Also die Nachbarn würden sich sicher als Riesen beschweren. Ich habe sowas von Rumpel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So. Okay. Ich fange an mit Serien. Im Jänner habe ich sehr, sehr gesucht die Serie You. Ich kannte das vorher nicht, weil in letzter Zeit funktioniert Netflix bei mir nicht. Jetzt gerade auch schon wieder nicht. Keine Ahnung wieso. Und wie es funktioniert hat für kurze Zeit, habe ich die Serie rauf und runter geschaut. Also ich habe die ganze Staffel, glaube ich, in 2, 3 Tagen oder so geschaut. Und die Folgen sind genauso lang wie bei Pretty Little Liars. Also, ja. Deswegen, ich war da sehr schnell durch, aber ich musste die Serie unbedingt durchschauen. Ich war so gespannt, was am Schluss passiert. Also, ich musste das unbedingt durchgehend gucken. Was ich noch geschaut habe, war 2½ Men. Sogar bis zu diesem Teil, wo der Ashton Kutcher schon dabei war. Und Criminal Minds habe ich auch geschaut. Filme habe ich nur was im Februar stehen, und zwar Avengers 1. Den hat es nämlich im TV gespielt, leider mit Werbung auf Fox, aber wir haben ihn trotzdem geschaut. Und Venom. Und Venom hat mein Vater von einer Videothek ausborgt. Ich liebe diesen Film, der ist so lustig. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Kann ich auch immer wieder schauen, auch wenn ich schon weiß, was passiert. Games habe ich Kingdom Hearts die letzten 2 Monate wirklich gesuchtet, weil ja eben der 3. Teil rauskommt. Oder rausgekommen ist. Und ich habe mal eine Kollektion bekommen, wo da alle drauf sind. Also alle. Ich glaube, es sind schon alle. Da gibt es eine DVD, wo, glaube ich, der erste oben ist. Der 3. Na, Blödsinn, der 1. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Aber es ist das Birth by Sleep oben. Das Inson Remix, das ist aber ein Film, glaube ich. Der 1., der 2. Teil ist oben. Und noch ein Teil ist oben. Fragt mich aber jetzt nicht, welcher. Ja, auf jeden Fall habe ich das Birth by Sleep gespielt, weil mein Bruder hat das angefangen und das fand ich so interessant, weil ich kannte das auch gar nicht, komischerweise. Es hat mich total geärgert, dass ich das nicht gesehen habe oder kannt habe oder sonst irgendwas. Und deswegen habe ich das gespielt. Separat sogar mit meinem Bruder. Ich habe mit der Aqua angefangen, hoppla. Und mein Bruder hat mit Terra gespielt. Und das war irgendwie voll lustig, weil wir haben sich dann gegenseitig gefragt, wo wer gerade ist, ob das schon passiert ist. War wirklich witzig. Aber das Problem ist halt, dass man braucht alles bei dem Spiel, sonst sieht man die letzten Szenen nicht. Und bei mir, ich hatte dann keine Lust mehr, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe das, glaube ich, mit allen dreien muss man ja durchspielen. Die sieht man da jetzt leider auf der Verpackung nicht. Da gibt es nämlich Terra, Ven und Aqua. Mit allen dreien muss man durchspielen. Man muss alle Kisten finden, man muss alle Sticker finden, alles. Und ich habe, glaube ich, bei fast allen alles, außer ich glaube bei Ven. Und trotzdem habe ich das Ende nicht bekommen. Oder? Nein, ein Stückerl nur. Mein Bruder hat aber gesagt, das fehlt trotzdem ein Stück. Und da hatte ich dann extra keinen Bock mehr, weil das macht dann auch keinen Spaß mehr, wenn du die ganze Zeit so versessen drauf sitzt und dann kriegst du dieses Secret-Ending da nicht. Das hat mich voll aggressiv gemacht. Ja, und im Februar habe ich dann den 3. Teil von meinem Freund geschenkt bekommen. Das ist so eine Special Edition, wo das Herz sogar so bunt spiegelt, ist jetzt sehe. Ja, das einzige Problem, was ich habe, ist, dass diese Verpackung total dreckig wird, was mich stört. Da gibt es verschiedene Sachen drinnen. Also das ist vom 3. Teil schon. Und da sieht man auch, welche Welten dabei sind. Toy Story, Monster AG, Frozen und die Welt von Baymax. Ich bin noch nicht weit. Ich war gerade mal bei Frozen und da war ich so begeistert. Auch bei Rapunzel war ich so begeistert. Ich spoilere jetzt ein bisschen, also na, Spoiler nicht, aber eigentlich ist das jetzt gerade erst im März passiert. Aber ich will schon unbedingt darüber reden. Ich glaube dann im hoffentlich Ende März habe ich es bald fertig. Obwohl das ein bisschen wehtun wird, wenn ich es fertig habe. Aber mein Bruder hat gesagt, ich soll es durchspielen, weil den 2. Teil habe ich niemals durchgespielt, weil ich nicht wollte, dass es aussieht, was sowieso behindert ist, aber okay. Ja, aber da war ich ja noch jung, also habt Nachsicht mit mir. Ja, also ich bin gerade mal erst bei Frozen, ich glaube 4 Welten oder so habe ich erst hinter mir. Ja, ich finde, es sind auch sehr wenig Welten, angeblich, laut meinem Bruder. Ich weiß es ja noch nicht, ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Aber ja, ich bin wirklich gespannt.
wirklich gespannt. Lassen wir sich überraschen, wie es, ob ich es mag oder nicht. Weil mein Bruder hat es schon fertig und der war enttäuscht. Und wenn mein Bruder mal von den Spielen enttäuscht ist, dann heißt das was. Deswegen bin ich noch erpichter drauf, das durchzuspielen. Bei Songs habe ich nur die Kingdom Hearts Lieder stehen. Also ich habe, es gibt vom dritten Teil nämlich zwei Lieder und die höre ich rauf und runter, wirklich. Bücher, Nur ein einziger Biss und die Säulen der Erde. Nur ein einziger Biss habe ich sogar bald fertig. Und das Buch ist echt interessant, aber das zeige ich euch dann in einem anderen Video, wenn ich es im März dann durch habe. Wenn das Sinn ergibt. Ja, Beauty habe ich eigentlich nur meine Haare. Ich habe sie heute mal nicht drin, weil ich habe heute keinen Bock gehabt, mir die reinzugeben. Weil ich hätte dann mir diese Wellen wieder machen müssen und ich hatte keine Lust drauf. Aber was ich in dem Monat sehr gern verwendet habe, im Februar war das, weil wir hatten einen riesen Ausverkauf von Sally Hansen Nagellacke und ich habe jetzt nur einen, den ich euch zeigen kann, aber ich zeige euch die restlichen im Haul-Video dann. So sieht der rote mal aus. Den fand ich Bombe. Der hat so lange gehalten. Ich habe den kurz bevor dem Nägel machen, habe ich ihn noch oben gehabt. Der war wirklich, wirklich gut. Im Follow Me Around werdet ihr den dann sehen auf meinen Nägeln. Der war, ist nämlich wirklich gut, der Nagellack. Ja, Fashion, meine H&M-Socken, meine bunten. Ich bin richtig besessen von diesen H&M-Socken. Ich trage die jedes Mal. Jetzt habe ich gerade rote, also jetzt gerade nicht, aber ich habe jetzt rote und ich habe mir sogar wieder welche neu gekauft, weil, was ich weiß. Ja, ich habe mir schon wieder welche gekauft. Also diese H&M-Socken und ich. Essen habe ich Burger King im Jänner und Big Rösti im Februar stehen. Sehr gesund, oder? Aber ich nutze das immer aus, wenn ich die Gutscheine habe. So gehe ich dann nicht hin, wenn ich keine Gutscheine habe. Heute habe ich auch noch welche. Heute treffe ich mich nämlich, hoffentlich geht sich das heute aus, mit der Emi. Da gehe ich nur zum Burger King, da werden wir sich in Starbucks reinsetzen und dann fahre ich wieder nach Hause. Ich will nämlich unbedingt weiterspielen, weil ich seit 3 Tagen rede ich schon, ich spiele Kingdom Hearts weiter und es ist nichts passiert irgendwie in der letzten Zeit. Ja, trinken habe ich da jetzt bei beiden, glaube ich, nichts. Oh ja, Starbucks Kaffee im Jänner, den Toffee Nuts, weil da gab es ihn ja noch. Sonstiges habe ich stehen im Jänner die Haare gekauft. Ich habe es nämlich bei dem Ding, habe ich es falsch hingeschrieben. Ich habe gedacht, ich habe es im Februar gekauft, aber ich habe es mir ja schon im Jänner gekauft. Und ich muss sagen, ich bin stolz, also ich bin froh, nicht stolz. Ich bin echt happy darüber, dass ich die reingeben kann, wann ich will und nicht darauf angewiesen bin. Weil ich bin jetzt auch zufrieden, komischerweise, mit meinen eigenen Haaren, seit ich die Extensions habe. Sie sind zwar trotzdem noch glatt und nicht voluminös genug, aber es ist okay. Ich muss halt nur Spitzen schneiden gehen, aber ich finde es jetzt nicht so hässlich wie sonst immer. Seit ich meine Extensions habe, komme ich mit meinen auch ein bisschen besser klar. Sonstiges im Februar, muss ich mal gucken, steht Jahrestag mit Jan. Der war auch echt schön, der Jahrestag. Wir waren essen, dann waren wir ganz, ganz lange auf der Maria-Hilfer-Straße unterwegs. Da habe ich mir auch die Alien-Palette gekauft, weil seit Wochen hat es geheißen, sie gibt es nicht, aber dazu dann im Haul-Video mehr. Ja, also es war wirklich ein schöner Tag und der Jan hat mir sogar einen Shiseido-Pinsel gekauft, den ich schon ewig haben wollte, seit er rausgekommen ist. Ja, aber dazu dann auch im Haul mehr. Also der Tag war wirklich schön. Wirklich schön, kann ich mich echt nicht beschweren. So. Das war's eigentlich. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch und kurz und bla 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 war. Aber mein Hund hat mich aggressiv vorgemacht. Jetzt liegt er eh da hinter mir irgendwo. Ich glaube, man will ihn nicht, nein, man will ihn nicht sehen. Er liegt da hinter mir, weil er genau weiß, ich schaue ihn jetzt gerade nicht an. Also wenn man einen Hund hat, braucht man keine Kinder mehr, Leute. Wirklich wahr. Böser Hund. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt relativ kurz war. Aber wenn das schon ein bisschen länger her ist, tue ich mir immer schwer. Deswegen versuche ich jetzt regelmäßig Videos zu drehen. Ist halt wirklich nicht einfach in letzter Zeit. Das ist ein bisschen zu viel in letzter Zeit für mich. Aber dazu vielleicht mal ein Lava-Video mehr. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!